Ich brauche aber gar nicht so lange. Meine Texte sind alle eher so der kürzeren Natur. Deswegen kommen wir am Ende der Vorrunde wieder auf dieselbe Zeit, als wenn wir beide 8 Minuten gebraucht hätten. Man hat sein Leben selbst in der Hand. Das wird einem erzählt am laufenden Band. Und so wundert's doch nicht, wenn man denkt, ich hab versagt. Wenn man am Geschehenen verzagt, wenn die Selbstkontrolle baden geht. Wenn man die eigene Welt nicht mehr versteht, wenn sich die eigene Welt nicht mehr dreht. Und so fällt man ins Meer und sinkt wie ein Stein. So frisst sich die Angst immer tiefer hinein, ja, so überlagert ein Lächeln den traurigen Blick. Und so dreht man sich letzten Endes seinen eigenen Strick. Man sucht oft nach Worten, sucht den richtigen Weg. Bemerkt dabei kaum, dass man sich selbst nur im Weg steht, erschreckend. Wie leicht es ist, sich selbst zu belügen. Und alles, was man damit erreicht, ist, sich um sein Glück zu betrügen. Denn manchmal bringt es eine neue Sicht, wenn man das, was in einem ruht, laut ausspricht. Ich versuche immer noch, meine Welt weiter zu drehen. Ich weiß nicht damit umzugehen, dass ich diesen Tag vergessen habe. Dass es in mir keine Wut und keinen Hass auf dich gab. Dabei warst du es, der mir die Liebe zu mir selbst nahm. Ich ließ mich benutzen. Ich war nicht in der Lage, mich selbst zu schützen. Ich war zu schwach und vielleicht auch noch nicht richtig wach. Ich war verliebt und Liebe macht blind. So blind, dass ich die Schuld nur bei mir selber finde. Ich hätte doch können und hätte doch müssen. Ich hätte dir nie erlauben dürfen, mich zu küssen. Ich hätte dich anschreien sollen, als du nicht auf meine Worte reagiertest. Als du wie im Wahn immer mehr in Fahrt gerietest, doch was hätte das gebracht? Denn es hätte nicht ungeschehen gemacht, dass du mich so berührtest, als würdest du mich lieben. Und ein Stückchen vom Glauben daran ist viel zu lang geblieben. Ich hätte dich danach nicht von meinen Tränen schonen sollen. Ich hätte mir nicht vormachen sollen, ich würde es auch wollen. Doch das habe ich. Viel zu lang. Und nun muss ich sagen, dass ich verstehen kann, dass viele, die sich Sex einfach nehmen, niemals hinter Gitter gehen. Nachtrag. Ich habe diesen Text schon oft gemacht und so oft Mädchen dazu gebracht, zu mir zu kommen und zu sagen, das ist mir auch passiert. Allein spontan weiß ich 5 Mädchen aus meinem engeren Kreis, bei denen die Diagnose der Vergangenheit Vergewaltigung heißt. Gerade mal einer dieser Täter wurde angezeigt. Denn Anzeige, das heißt alles nochmal erleben. Die Erinnerungen beleben und diesen einen jemand wiederzusehen. Ich kann verstehen, dass diesen Weg nicht viele Opfer gehen. Denn Anzeige ist nicht gleich Verurteilung. Es ist lediglich der erste Schritt. Und der wird mit Offenlegung der schlimmsten Erinnerung honoriert. Ohne Garantie, dass danach nichts mehr passiert. Denn selbst wenn das Gesetz durch genug Beweise auf der Seite des Opfers steht und der Täter tatsächlich hinter Gittern geht, dann liegt die Durchschnittshaft für Vergewaltigung bei 2 bis 3 Jahren. Das ist weniger als einmal Raubkopieren erwarten. Natürlich sagen Arzt und Verstand, dass du nichts dafür kannst. Erst der Täter, der die Kraft aus Körper und Seele stahl, aber dann denkst du wieder dran, was die Gesellschaft dir sagt und das ist, du hast die Wahl. Du bestimmst über dein Leben. Wie soll man sich mit dieser Weisheit im Kopf nicht selbst die Schuld geben? Natürlich denkt man dran, was man hätte tun können und tun müssen. Was man hätte können müssen und vergisst, wie absolut hilflos und ohnmächtig man in dieser Situation ist. Gib den Schwachen nicht die Schuld, dass sie nicht die Kraft hatten, sich zu wehren. Tut nicht so, als wäre es normal, dass sich manche einfach nehmen, was sie begehren, als seien die Opfer auch noch selber schuld. Schließlich haben sie die Täter durchs Flirten motiviert und durch ihre aufreizende Kleidung auch noch provoziert. Solange diese Meinung herrscht, dass Menschen, die sich vergewaltigen lassen und danach keine Anzeige verfassen, selbst schuld sind, wird das Thema von den Opfern totgeschwiegen. Und die Täter können sich weiter in Sicherheit wiegen und sich das nächste Opfer suchen. Und die Opfer können noch weiter ihre eigene Dummheit verfluchen. Und so drehen wir uns im Kreis. Und die Opfer und nicht die Täter zahlen den Preis. Für das, was ausgesprochen jeden schockiert. Für das, was in den geschlossenen Augen der Gesellschaft passiert. Dankeschön.